Hallo, ihr meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von schaurigem State of Decay 2. Wieder mit dabei vor mir der Shouninja. Hallo. Ja, ich möchte natürlich nicht abschießen, weil ich habe da hinten schon eine Horde gesehen. Ich habe dein Auto auch aufgetankt schon. Vielen Dank. Mein Auto? Das linke? Ja, du hast auch das kleine mitgenommen. Das weiß ich nicht mehr. Ist da im Kofferraum was drin? Oh, 3 Pack 6. Nice. Ah, okay. Wir haben eigentlich auch gerade aktiv noch keine richtigen Quests hier in der Liste, deswegen würde ich sagen, wenn wir schon mal hier unten sind, dann lass uns doch mal hier diese ganzen... Säubere deine Stadt von solchen Herzenstädtern. Ja, das ist ja die Hauptstory. Okay. Die ganzen Mobilfunkmasten hier an der Seite sind die Aussichtspunkten abfahren, weil dann haben wir auch da alle. Mhm. Dass wir hier einmal rechts rumfahren und dann, wenn wir die 4 an der Seite fertig haben, bis da oben hin, dass wir dann hier zu dieser Stadt da mal reinfahren. Da sind auch ganz viele solchen Herzen. Alter. Ach so, das ist der Recht. Ah, okay, ich habe mich schon gewundert. Hä, haben wir das nicht schon alles abgecheckt? Aber tatsächlich nicht. Infektionsherde meinst du, nicht Seuchenherzen? Genau. Aber die das Seuchenherz können wir da in der Mitte auch mal mitnehmen. Ja. Bin hinter dir. So, aber hier rechts sind wir ja schon mal gewesen ein Stück. Da hatten wir ja diese eine Ruhe an Leuten. Ich kann ja den nehmen, du kannst ja zum nächsten schon fahren, der war ja auch gleich daran. Ja, ich bin gerade. Okay. Wo haben wir den nächsten? Muss gleich mal gucken. Mir ist doch schon sehr ein komischer Renner hinter mir. Speedy? Ja, einer war gerade an meiner Tür gewesen. Der hat geklopft. Und zur einen Seite hast du ja keine Tür mehr. Ja, das stimmt auch tatsächlich. Ich würde es eigentlich ziemlich gruselig finden, wenn die... Oh, ein Blackheart. Wenn die auch irgendwo hochklettern könnten. Ja, ich dachte mir auch gerade so, könnten die das vielleicht? Aber die guckt einfach nur dämlich mein Auto an. Ich merke gerade, der komische Jumper hat auch meine Tür kaputt gemacht auf der anderen Seite. Vielen Dank. So ein Drecksack, ey. Eieiei. Na gut. Schauen wir mal. Lakehart ist direkt hier. Wollen wir das dann machen? Ist ja gerade Tag. Was willst du machen? Das Seuchenherz, was hier ist. Ich habe nur leider keine Mollys dabei, ne? Da sind zwei Herden neben dir, ne? Hm. Ich habe leider keine Mollys dabei, ich habe auch nur irgendwie 22 Schuss. Aber wenn wir irgendwie, können wir gerne machen, ne? Wenn wir es irgendwie, vielleicht auch ein bisschen looten. Da hinten sind wahnsinnig viele Container. Hier, da ist ein fetter. Und ein Schreier scheinbar. Lagerhof. Hier sind auf jeden Fall ziemlich viele Container oder Wohnmobile. Die kann man auf jeden Fall mal abchecken. Vielleicht haben wir da was Schickes. So, wo hast du welche? Bist du das da unten am Container? Links kommt ein Zombie von dir, oder? Bin irritiert, wo du bist. Ich bin direkt vor dir. Bei dem Lagerhaus. Direkt vom Seuchenherz. Ah, okay. So, was hab ich denn? Oh, ich hab gar nichts mehr. Noch minimal mit meiner Schrotflinte Muni, das war's aber auch. Direkt vor dem Seuchenherz? Ja. Da vorne bist du? Ich habe aber gerade noch einen anderen Spieler gesehen. Du hast einen anderen Spieler gesehen? Ah. Sind das NPCs? Würde mich eigentlich wundern, aber vielleicht, ja. Sprich mit Charles. Die Erfolgreichen. Also hier sind auf jeden Fall 3 NPCs. Hier scheint eine Enklave zu sein. Neutral sind sie noch. Oh, hier sind voll die Kühe zerfetzt worden. Das sieht ja witzig aus. Gut, ich komme zu dir. Also wir haben auf jeden Fall hier in der Nähe eine Enklave. Ich weiß nicht, vielleicht wird sie für solchen Herz mitnehmen. Wenn die neutral sind, muss man erst Aufgaben für die machen, dass sie, glaube ich, mitkommen. Sind auf jeden Fall neutral. So, irgendwie habe ich das Bedürfnis, hier schreit schon wieder einer, den Sound nochmal leiser zu machen vom Spiel. Wusst du nicht, stehst du, ach nee, das ist ja nur für Multiplayer. Wollte schon sagen, schließt sich dein Spiel nicht, aber ich werde da lediglich aus dem Game rausgeworfen, wenn ich raustappe.
Huda Valley, ja. Ah, okay, da sehe ich schon wieder. Alles rot. Oh Gott. Eine Schützenmine gefunden. Ein Karton mit primitivem Sprengstoff. Frage mich, ob ich den vor dem Seuchennetz platzieren kann. Ja, kann ich. Okay, dann mache ich das gleich mal. Da hinter dem Haus, Vorsicht, da sind auf jeden Fall ziemlich viele Rote. Oh Gott. Hier drinnen scheint gerade keiner zu sein. Ja. Wow. Du scheinst... Oh, die kommen alle. Und raus hier. Ich versuche ein bisschen mit dem Auto draußen welche abzukarren. Ja, das mache ich jetzt auch. Aber ich habe, glaube ich, das Seuchenherz ziemlich viel Schaden gemacht. Das müsste ich wahrscheinlich... Ah, ist ja witzig. Was ist los? Alle mit dem Auto umgefahren? Naja, der eine ist irgendwie an der Wand hängen geblieben und ist super weit weggeflogen, irgendwo in die Luft, ey. Hinterm Haus kommen wieder viele. Okay. Wie sieht's denn aus? Geht das Seuchenherz jetzt allein kaputt oder was? Oh oh. Ich habe gerade gesehen, wie durch die Hintertür mindestens 7, 8 kamen. Mhm. Aber die sind gerade nicht mehr im aggressiven Modus. Als ob sie uns noch nicht gesehen haben. Lol, die sind. Ja doch, die sind drin, aber ich die warten. Ich habe leider nur eine Schrotflinte. Ich habe leider nur eine Pistole, aber die reicht mir ja auch. Lol, da kommen sie alle. Ja, mit der Pistole kannst du ja präzise schießen. Lol, wie viele hier an der Seite rauskommen? Yo, gönnt euch! Okay, aber das könnten vielleicht alle gewesen sein. Warte mal kurz. Danke. Aua! Du musst mir nicht sandwichen. Okay. Brauchte kurz Widerstand zwischen dem Zombie und mir. Sag Bescheid, wenn wieder welche kommen, ja? Bin gerade drinne, aber ich sag Bescheid, ich gehe raus. Wir kommen gerade ein paar einzelne. Okay, da kommen wieder eine ganze Menge. Ja. Lass wieder ins Auto. Oh, 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 verdammt, die ziehen mich raus! Ah, die Schweine. Oh, da ist ein Puma. Hm, kümmere ich mich drum. Ah, deswegen hat meine Waffe nicht mehr geschossen. Sie hatte Hemmung. Oh, oh, ich höre was, aber. Ah, okay. Boomer's ja, erledigt. Die ist kaputt, glaube ich. Was natürlich blöd ist, weil ich keine andere Fernkampfwaffe dabei habe. Okay. Herz schon kaputt? Nee, aber es ist wahrscheinlich wirklich nur noch ein Schuss okay, oder so. Ich habe ja nur Dings dabei. Kannst du von hier draußen wahrscheinlich schon schießen. Sag ich ja. Jetzt habe ich auch mal gesehen, wie sie dann wirklich umkippen, die hier draußen noch stehen. So, erstmal haben wir hier gefühlt 20 Milliarden Proben. Was natürlich sehr, sehr... schön ist. Hm. Und wir haben jetzt bestimmt schon mindestens 4 kaputt. Also ich kann sein, dass es nur noch 1 bis 2 sind. Bis aber ich glaube, das haben sie auch erhöht. Bis die nächste Hauptmission kommt, meinst du? Also bis das Primärziel abgeschlossen ist? Ja. Guck mal, hier steht neben dem Fernseher eine alte Xbox 1. Oh, ich komme reingesprungen durchs Fenster. Zumindest sieht es halt so aus. Es hat noch dieses Logo und dann dieses kantige Design. Nee, dafür ist die zu hoch. Die X die normale war ein bisschen schmaler. Die allererste, meine ich. Naja, meine ich auch die PSX. PSX ist PlayStation. Von was hast du gerade geredet? Xbox. Ah ja. Okay, na, das kann sein. Und die allererste war. Vorsicht, kommt Zombies. Klopper. Seuchenherz muss noch gelootet werden, ich hab's noch nicht genommen. Ah, okay. Da ist ein 8er Pack drin, also Rucksack, brauchst du das? Ich glaube, ich hab genug. Nimm du es mit, wenn du es brauchst. Ich würde nur. Ich hab ein Gartenbuch bekommen. Das ist gut, damit können wir jemandem das beibringen. Ansonsten ist was zum Heilen da. Also Flasche mit Schmerzmitteln sind 2, ich habe noch 4 und Energy Drinks sind 3, ich habe auch noch 3. Nimm du die an. Im Bad, das im Zimmer drüben muss rechts noch ein Medikamentenschrank für dich. Mhm. Rucksack willst du nicht haben, ne? Nee, ich habe eigentlich auch genug, okay. Also nimm du ruhig lieber. Na, ich habe ihn mitgenommen. Warum hat der immer noch nicht nachgeladen, meine Güte. So, nicht schlecht. Was hast du hier noch abgelegt? Ultraleichten Rucksack.
Hoch? Das wollte ich nicht. Oh, da ist ein, hier so ein Juggernaut. Ich höre. Alter, wie schnell ist denn der im Rückwärts im Lauf? Renn, du fette Sau! Also, war das noch eine Probe? Es wäre ja schade, wenn wir jetzt... Ja, aber wir haben auch genug mittlerweile. So, das hast du alles schön gescoutet. Das ist gar nicht mal wenig. Da dann lass direkt weiter hoch. Du bist in Gefahren, rechts oder links? Ach, nach links, oder? Geradeaus. Ups. Dem Straßenverlauf weiter folgen. Ach verdammt, ist auch noch eine Probe. Ach, ist das ärgerlich. Ja, scheiß auf die Proben. Nein, ich bin ein Messi. Ja, ich merk schon. Nee, wir haben echt... Alter, ernsthaft? Krieg mit meiner fetten Karre hier nicht diesen Dings kaputt. Die Lampe, an der ich gegengefahren bin. Naja. Ritterpass. Oh. Ich muss leider durch das Holz fahren. Oh, das sieht ja lustig aus. Ach, das ist ein Dings, hast du gesehen? Das hatte so ein Symbol für einen Stützpunkt. Ah, okay, ich bin dran vorbeigefahren. Nimmst du den? Dann nehme ich den nächsten. Ja. Ist ja nur alles voller Zombies hier. Wir sind jetzt vier direkt nebeneinander eigentlich. Oh, hier ist ein Playcard. Hast du das gerade gescoutet oder habe ich das erfunden? Man kann nie genug solchen Proben haben. Das ist auch eine Tankstelle, das ist vielleicht auch nicht verkehrt. Ach schön, sobald man anhält und aussteigt, gehen die auch vom Auto runter. Oh. Manche von diesen Masten sind echt riesig hoch. Na, no, da kannst du echt gut scouten damit. Wahrscheinlich würden wir beide das gleiche scouten. Ja, ja. Oh, das ist ein solchen, was in der Umgebung ist. Da haben wir noch ein solchen Herz. Hm. Lone Wolf Leihhaus. Da müssen wir vielleicht mal ein Pack aus meinem Kofferraum ist, glaube ich. Ich weiß nicht, ob da ein... Woraus kriegt man Mollys? Aus dem Baukasten? Aus den Baumaterialien? Ach so. Da ist noch was. Ich glaube, ich war fertig. Habe ich jetzt nicht darauf geachtet. Ich glaube schon. So, da vorne ist auch noch einer, aber ja. Tja, eigentlich, wenn wir schon hier sind, könnten wir es ja gleich mitnehmen, ja. Na, 7 Schuss habe ich nur noch, ne? Aber ich wäre ready. Ignoriert mich. Ja, warte, ich bin noch beim Dings. Ah ja, ich meine. Ich habe jetzt nur einen. Ein Gewehr. Das heißt Fake. Ich hoffe trotzdem darauf, dass es stark ist. Ich höre ja Sound. Ach, ich habe noch einen anderen Revolver dabei. Das ist aber auch lustige Musik gerade. Ich glaube, hier sind ziemlich viele Zombies. Ach, hier sind schon wieder ein, ist schon wieder eine Enklave. Meine Güte. Die sind feindlich. Okay, das erklärt die Musik. Piss dich, du Fotz. Ups. Naja, es ist ja spät. So, aber ich weiß ja nicht, zu wann du es uploadest. Ich bräuchte Hilfe. Okay. Du meinst der Enklave, ne? Enklaven würde ich komplett ignorieren. Lass sie einfach nur. Die sind feindlich. Ja, ja, die sind zu gefährlich. Die können dir ja auch einen Headshot verpassen und du bist sofort tot. Ich habe die eine mit dem Auto umgekarrt. Meistens reicht das nicht. Meistens muss man mindestens 2-3 Mal drüber fahren. Ja, bin ich auch nochmal drüber gefahren. Okay, ich komme zu dir. Hier, das rote, mit dem roten Dach. Das Haus ist eine Enklave. Links von dir. Hm, ja, ja, ich hab's gesehen auf der Karte. Und der ist der, ich glaube, der Typ hat uns gerade gesehen. Da ist er. Oh, da habe ich schon ein Dings, aber... Achso, rechts muss ich drücken für Verzeiht. Zoom. Alter! Der Typ hält da wirklich das aus. Ich hab ihn geheadshottet. Der lebt hier irgendwie immer noch. Ja, der verwandelt sich. Du hast ihn umgebracht und dann verwandeln sie sich.
Der steht gleich wieder auf. Sag ich doch. Ha. Headshot. Okay, leider kannst du, glaube ich, nur du die looten. Das müssten noch zwei drin sein in der Enklave. Okay, der hat nur zwei kleine Messer und eine 6er Tasche. Ja. Na, den einen, der kam rausgerannt, den habe ich gerade auch geheadshottet. Okay. Der ist hier. Oh, scheiße, das Gewehr ist jetzt auch schon gelb. Warum geht das so schnell? Der hat auch noch eine große Axt. Kleine. Aber ich will immer was rausschmeißen hier. Meine Dings würde ich ungern wegschmeißen, aber so reparieren kann man wirklich nur von einem Dings, ja. Bitte? Reparieren kann man nicht von unterwegs, nee, da muss man wirklich. Ja, aber dafür brauchst du die Werkbank. So eine Station sein, ja. Mhm. So, ich komm mal mit. Unser Auto. Oh, hier ist auch noch ein Dings. Oh, der ist ein Juggernaut, der ist hinter mir. Ja. Ja. Alter! Was machen wir jetzt mit dem? Ich werde jetzt ungern 150 Punkte für den ausgeben wollen. Vorsicht! Ja gut, dann. Hinter dir ist einer. Vorsicht! Das ist ein Infizierter. Oh, na klar. Gleich infiziert. Oh, leider habe ich jetzt keine Dings mehr, keine Kugel mehr. Ich hab keine Ausdauer. Na klar, hat er mich getroffen. Alter, was hat der denn vom Move gerade gemacht? Wo ist der Dicke? Da ist er. Also bloß unser Autos ganz lassen, ey. Hinter. Oh. Lo, hast du das gerade gesehen? Was denn? Was er auf dich zugestürmt ist? Ja, und dann irgendwie dein Auto weggeguckt hat. Und dann aber abgelassen hat von mir. Ich wollte gerade sagen, der hat mindestens 10 Schüsse in den Kopf schon gehabt. So, jetzt habe ich aber kaum noch Medizin. Kaum noch Munition, würde ich sagen. Also ich habe auch nur noch 8 Schuss. Trotzdem. Ups. Hier eigentlich irgendwas im Kofferraum? Nee, noch nicht. Na dann. Weg rein. Aufbrechen. Beim Aufbrechen kriegt man immer einen Molly oder wie war das? Nee, nur bei einer bestimmten Art. Ach, bei einem Munitionspack kriegst du einen Molly. Ne, beim Benzinkanister kriegst du einen Molly. Ah, okay, aber hier ist ja eine Tanke, da kriegen wir bestimmt noch ein Pack. So, ich hab hier Dings. Die Tanke, du meinst die Enklave? Mit den Bösen? Ja, nee, hier, das ist der direkt hinter uns. Ach so. Ohne Tanke. Da kriegen wir da bestimmt was. Und was ist bei dir denn? Also alles, also an Rohstoffen, ich habe gerade geguckt. Essen fehlt und Baumaterialien fehlen. Ansonsten Medizin, Schuss und Benzin haben wir eigentlich genug im Lager. Das heißt, ich guck mal an, was jetzt passiert, wenn ich eins von deinen Dingern da. Macht er denn da? Sah auf jeden Fall lustig aus. Aufbrechen. Ich guck mal und Tatsache, Medipack bekommen. Okay. Auf geht's. Oh, Benzinkanister, nice. Also, Pack mit Benzin. Könnte man also Mollys. Genau, that's the plan. Machen. Ja, Platz ist bei mir auch gerade ein bisschen Mangelware. Okay, 2 Mollys habe ich bekommen. Hast du Dings aufgeknackt? Ja. Baumaterialien, die bringe ich auf jeden Fall wieder ins Auto. Sind gerade voll keine Zombies in der Nähe, habe ich das Gefühl. Ja, aber es wird langsam dunkel, ne? Das heißt, wenn wir solchen Herz kaputt machen wollen. Ich finde es so blöd, dass halt diese Energy Drink und sowas nicht stackt. Nein, nur zu bestimmten Punkten halt, ne?
Dreimal oder so. Ja, ja, aber selbst wenn man einen Dreier hat, stackt er nicht, wenn da nur noch zwei drin sind, ich einen einzelnen habe. Weil es aus einer anderen Charge kommt, gefühlt. Na gut, nehmen wir Mollys. Hast du das Ding aufgebrochen bei dir? Das eine, ja. Für die Mollys? Denkst du, wir brauchen noch mehr? Ich habe 2 und noch 14 Schuss. Ich denke mal, es reicht. Okay, also breche ich das Ding noch nicht auf. Ich lasse es mal in deinem Kofferraum. Ich würde das Ding nicht unbedingt mitschleppen. Ich muss mich gerade an deinen letzten Molly-Wurf erinnern, der ja voll gegen das Haus ging oder so. Gegen die Wand, ja, schöner Flammentod. Okay. Okay, mein Dings ist kaputt. Rechts kommen, links kommen auch welche. Ich weiß nicht, ich hätte mir vielleicht ein Herz soll ich noch schmeißen. Hinter dir ist einer. Lass uns die Autos holen. Ja. Da ist auch noch ein Boomer dabei. Oh Gott. Weil ich nicht mehr schießen kann. Neben dem Auto ist auf einmal. Oh, hier sind auch. Der Boomer, ist explodiert. Ich weiß zwar nicht wie. Oh, da ist noch ein Boomer. Nicht nach vorne, nicht nach vorne fahren, ne? Ja, ja, sehr gut, danke. Das ist doch schon wieder so witzig, als ob die irgendwo lang geflogen wären. So, sehr schön. Da hinten sind noch welche, aber die mache ich. Du kannst gerne reingehen und auf das Herz schießen. Ja. Benutze deine Mollys am besten oder so. Ich habe ja keine, ich habe sie nicht aufgebrochen. Aber geh vorher rein am besten. Ich habe sie nicht aufgebrochen. Von außen. Ich habe sie nicht aufgebrochen! Dann mach einfach. Ja, das ist bei dir drin. Ach so. Das ist ein Typ. Hast du denn viel? Ja nicht. Hast du Benzin zu Hause viel oder ist es knapp? Im Lager? Ah, du musst so ein Benzin-Pack aufbrechen, ja? Ja. Nicht den Benzinkanister, okay. Na, ja, du musst immer ein Benzin-Pack. Ein Benzinkanister kann sich aufbrechen. Gut. Dann sind wir uns ja einig, dass wir über das Gleiche reden. Naja, ich meinte Benzin im Sinne von den Rohstoffen für deinen. Ja, ja. Hast du davon noch gesagt. Genug? Davon habe ich noch genug. Ach so. Nur Baumaterialien nicht. Mhm. Ich habe nur ein Molly rausbekommen, beschiss. So. War dein Inventar nicht voll genug? Doch, doch. Wenn nicht, alle Zombies im Laden. Okay, da ist auch eine andere Quest noch. Molly geworfen. Kaputt. Kommen gleich wieder ein paar neue rein hier. Du hast Last Hit gemacht. Aua. Aua. Wo bist denn du? Gleich hinter dir. Hä, ich dachte, die sind gestorben. Das war da. Ich habe gerade das Geräusch gehört, als ob es kaputt war, deswegen. Na, ich glaube, das ist noch nicht kaputt. Nee, scheinbar nicht. Na gut, dass wir genug solchen Proben haben. Die laufen alle dir. Oh, verdammt. Ich wollte gerade sagen, die laufen alle dir hinterher. Okay. Bei mir hängen da noch die Beine des Boomers in der Luft. Ist das ekelhaft, Alter. Mach die Beine zu. Alter, was bin ich ein verdammter Pro? Du hast gesagt, du hast kein Dings mehr nehmen, kein Molly. Ne, ich hatte nur einen. Ich kann halt nicht schießen mit den Waffen, weil die kaputt sind. Ich habe noch 3 Schuss. Ja, ich habe auch keine Ausdauer mehr, ey. Okay, ich habe keine Muni mehr. Okay, wunderbar, jetzt sind sie alle umgefallen. Alter, das hat viel Schaden gemacht. An dir, ja? Hm. Noch am Leben? Ja. Pilz. So, aber dann könnte man sich so langsam mal wieder ein neues Lager irgendwo machen, damit wir nicht zurücklaufen müssen. Hm. Diesmal gebe ich dann das Artillerie-Schlagding weg, weil das werde ich, glaube ich, eh nicht benutzen. Also am Kurs, du darfst da nicht rüber springen. Naja, ich kann auch rechts. Jedes Fenster, aber sowas nicht. Darf ich mir das Sturmgewehr dort nehmen? Mach ruhig, ja.
Eine ultraleichte Axt. Okay, ich lasse dich mal reingucken noch. Ich habe ein Sturmgewehr und starke Schmerzmittel genommen. So, das deckt noch. Schön. So, ich hatte auch eine schöne Waffe drin. Müssen auf jeden Fall Dinge auf jeden Fall leer machen, sonst komme ich rechts an meinen Container nicht ran. Ich habe keinen Platz. Ich wüsste auch nicht, okay, was ich noch nehmen soll. Muss man unseren Dings ein bisschen was reinpacken, Kofferraum. So, da oben ist noch ein Schreier. Den kann ich doch bestimmt auch gleich benutzen. Ich pack mal meine Seuchenproben ins Auto. Sofern er. Na, wo ist das Loch? Ja. This place looks empty. Tja, na dann auf oben zum letzten Dings und dann rüber in die Stadt rein, würde ich sagen. Da haben wir auch noch ein paar Seuchenherzen. Also ich bräuchte irgendwie mal... Hast du noch einen Platz in deinem Kofferraum? Ja. Ich brauche auf jeden Fall Pause mit meinem Charakter, er hat keine Ausdauer mehr. Ja, meiner ist eigentlich auch im Arsch. Aber gibt's hier denn irgendwas, was sich lohnen würde einzunehmen, beziehungsweise was nicht so teuer ist? 250 ist, glaube ich, das niedrigste. Die Stadtbücherei, ne, über uns. Ach, hier ist ja auch noch ein Aussichtspunkt. Permanente Schutz- und Materialsammlung. Medikamentensammlung. Zwei Betten. Ah, ne, alles mit Betten, das kostet gleich wieder mehr. Wenn ich nehme ich einfach das günstigste und das ist hier irgendwas mit 250. Die Bücherei, ja, zum Beispiel. Moralbonus Espresso-Zubereitung. Kostet nur minimal weniger. Dann lass hier den Dings nehmen. Dann können wir da auch was wegpacken. Wo ist ein Dings? Ach, die Bücher, das Espresso, ja. Hm. Weil es kostet fast genauso viel und hat noch zwei Boni dabei. Das ist eine kleine Hütte, Alter. Das ist ja witzig. Aber es geht ja nur darum, dass wir ein Dings haben, oder? Ja, auch ein Schließfach. Ja. Und das habe ich jetzt aber nicht geguckt. Haben wir das denn? Aber jeder Außenposten hat eigentlich immer ein Schließfach, ja. Der Kühlschrank. So. Hast du irgendwo einen... Einer ist dort... Achso, warte, da muss ich das kaputt machen. Wie war das mit dem kaputt machen? Hier. Medikamenten soll bleiben, Wasser soll bleiben, Material soll bleiben. Mache ich den Artillerie weg. Ja. Dauert 10 Sekunden. Ist das Ding eigentlich schwer? So, weg ist es und ich kann es einnehmen. Flasche mit Schmerzmitteln, starkes Schmerzmittel. Okay. Oh, endlich ein bisschen Zeug ablegen. Hm. Nur schade, dass man keine Dings machen kann. Keine? Keine Packs ablegen kann. Achso. Trotzdem bräuchte ich irgendwie ein Bett, weil mein Charakter ist bald... Die menschlichen Wesen brauchen noch immer deine Hilfe. Die menschlichen Wesen, was für ein Name. So, und was nehme ich mir von der Waffe mit? Ah, warte mal, jetzt kann ich ja auch reparieren. Steht denn irgendwo da, wie viel das kostet? Zwar weniger Stärke, dafür einen schönen Schalldämpfer drauf. Ich mache jetzt mal gerade ein paar Sachen kaputt. Verwerten. Damit ich ein paar gute Sachen aufwerten kann. Ich weiß leider nur nicht mehr, was gut war. Ich hatte doch so eine krasse Waffe. Achso, nur die Tasse Kaffee, ja.
reduziert den Koffein. Reduziert den, das Schlafdingensen. Für eine kurze Zeit. Genauigkeit oder Ruhe, Reichweite und Stärke weniger. So, auf deinen Waffen eine Mod drauf? Ich hab auch meine Waffen Mod drauf, ja, ich hab einen schönen Schalldämpfer drauf. Will ich nämlich auch gleich gerne mal testen. Oh, hier sind noch ganz viele Proben. Nimm mit. Pack bei dir rein am besten. So, ich nehme jetzt auch eine Sturmangriffwaffe mit. Und dann brauche ich noch Money. Okay. Da wo diese überlebende Aktivitäten war mit der, sprich mit Brady, das ist doch die feindliche Enklave. Keine Ahnung, warum die auf einmal nett sind. Da stand vorher bei mir aber was anderes eigentlich. Gut, machen wir eine kurze Pause. Jo. Dann meine lieben Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.